Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum Schaurennen gegen einen Zug. Von gestern bis heute gab es Probleme mit dem Controller. Am PC, ich konnte ihn nicht entfernen, dementsprechend auch nicht verbinden. Er war aus, Batterien habe ich rausgenommen, hat nichts funktioniert. Und jetzt habe ich neue Batterien reingemacht und dann hat es funktioniert. Das fand ich dann doch nicht ganz so toll. Aber auf jeden Fall, jetzt fahren wir erstmal ein Race gegen einen Zug. Und ich tue die Maus aus dem Bild. Mal gucken, wie sich das ergibt. Ich muss die Tastatur wegmachen. Ja, der Zug sieht schon mal ganz freundlich aus. Also, muss ich schon sagen, hab ich Bock drauf. Ihr auch? Dann lasst gerne einen Like da. Oh, wir bekommen Ferrari zugeschrieben. Der sieht aus wie unser Lamborghini aus Need for Speed. Unser erster. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, dass du beim UK-Festival schon Rennen gegen Züge hattest. Aber einen Zugführer, der so dringend gewinnen will, habe ich noch nie erlebt. Viel Glück. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich schon viel besser. Okay, let's go. Ist es ein Schaurennen? Das ist meistens gescriptet. Ist das nicht vielleicht sogar ein Lamborghini? Ach, ich weiß es nicht. Nee, ist ein Ferrari. Ach, ich sehe das nicht richtig. Der Zug ist echt schnell. Und mein Auto echt langsam. Ich fahre nur 200. Ist nicht ein bisschen unter... Der hat ein Zugdings einfach fallen lassen, damit das einfacher zum Fahren hat. Der schummelt. Der wirft Ballast ab. Darf ich auch meinen Motor rausschmeißen? Okay, aber ich glaube, so schwer wird das nicht. Ich hab so das Gefühl, im Übrigen, der Controller vibriert jetzt wieder, weil neue Batterien drin sind. Der Controller lässt einfach nach, je nachdem, wie die Batterien so sind. Das ist schlimm. Bin ich der Einzige, der auch findet, dass die Linien am Boden, das Rot, etwas kräftiger aussieht? Es gab ein Update, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie die Anhänger einfach abhängen dürfen, aber das verschafft ihnen definitiv einen Vorteil. Ja, das ist Betrug. Werden wir ja noch sehen. Ja, natürlich hat der einen Vorteil. Der wirft einfach Ballast ab. Das ist unfair. Na, ich weiß nicht, wie es wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gewinnen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir Haushoch verlieren. Mal gucken. Okay, wir haben schon mehr als die Hälfte. Und er ist auch schon mehr als die Hälfte vor uns. Ach, lenkt doch richtig hier. Bist du jetzt... Nee, das ist wirklich unser Lamborghini. Leute, das ist unser Lamborghini. Ich habe vorne das Lamborghini-Zeichen gesehen. Das ist der Lamborghini, den wir in Need for Speed hatten. In Need for Speed fand ich den aber... Oh mein Gott. Fand ich den irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Ah, da ist der Zug. Oh, jetzt kommt es wieder hier auf die gerade Geschwindigkeit drauf an. Jo, kannst du vergessen. Einfach hier nicht lenken. Sag mal, schaffst du es eigentlich nicht mal gescheit Auto zu fahren, sondern hier von links kommen und dann hier nach rechts lenken und das sieht doch schon besser aus. Oh, aber das Rennen könnte er machen. Ja, macht er auch. Ja, vergiss es. Außer es kommt jetzt noch irgendwas Überraschendes. Ja, er fährt langsam. Weil es gescriptet ist, fährt er langsamer. Ja, oh mein Gott, weil es gescriptet ist, fährt er einfach zum Schluss hin langsamer. Was ist das? Was ist das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das? Das ist... Also ich find's gut, dass das so ist, aber... Ich bin schon Level 55? Der Profi. Fantastisch. Keine Sorge, ich rede mit dem Zugführer. Wir könnten ihn sogar im Festivalkader einsetzen. In einem Fahrzeug, das vielleicht etwas leichter ist. Ja, Ansichtssache. Also so ein Profi wie ich, der hat bei einem Zug kein Problem. Es kann doch nicht sein, wegen so ein paar XP-Punkten. Kriegen wir jetzt nicht das Level ab. Gut. Gescriptete Cutscenes sind immer die besten. Der Zug ist disappeared. Nehmen wir zum Beispiel mal Wrestling. Wrestling ist komplett gescriptet.
Und trotzdem ist es einfach nur cool. Ich glaube, Jay will dir nur sein neues Auto zeigen. Obwohl auch ein paar unbekannte Anrufer nach ihm gefragt haben. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wer Jay ist. Oder ich habe es einfach vergessen. Ich habe jetzt schon länger kein Forza mehr aufgenommen. Dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr, dass das mit dem Controller jetzt doch funktioniert. Ich wollte das schon gestern aufnehmen. Aber gestern gab es Probleme mit dem Controller. Wenn wir gerade hier sind, ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Aber es kann sein, dass es rechtzeitig kommt. Ich kündige hier jetzt mal Horizon Zero Dawn an. Ich weiß nicht, ob es diese Woche anfängt oder nächste Woche. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich vor Horizon Zero Dawn zu Let's Playen. Nicht zu 100%, nicht zu 50%. Einfach nur die Story. Und ich kündige das einfach jetzt schon mal hier im Video an. Ich werde dazu vielleicht noch ein extra Video machen. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass das nächste Woche schon anfängt. Weil Mario Rabbids Kingdom Battle läuft bald aus. Und da bräuchte... Oh, das ist wieder so eine Riesenmission, Leute. Da werden wir wieder zwei Parts für brauchen. Und wenn Mario Rabbids Kingdom Battle vorbei ist, finde ich, Horizon Zero Dawn sollte dann starten. Dann, Portal läuft gerade noch ganz gut, aber Portal habe ich schon ewig nicht mehr aufgenommen. Da muss ich erstmal gucken, wo wir aufgehört haben. Also, und bei, wie heißt das? Freunde von dir? Nein, keine Freunde und auch keine Rennfahrer, Jamin. Wir sind und Mario, nee, Mario, Minecraft Story Mode hat gerade erst angefangen. Kann ich jetzt auch wieder spielen, weil der Controller funktioniert. Du bist hier in meinem Land. Wir klären sowas auf der Straße und sonst nirgendwo. Jo, kein Problem. Klingt gut. Legen wir los. Ja, ich hab mit dem Rennen kein Problem. Ich bin Profi. Oh, aber nicht mit so einem Auto. Dann ab zu den Autos und Horn passt. Verliert niemals wie Amigo. Vamos! Na, aber das Auto fährt sich wenigstens ganz gut. Entschuldigung, wessen Mofa auch immer das war. Es tut mir vielleicht sogar leid. Aber warum stellt man das auch mitten auf der Straße ab? Okay, bevor du fragst, ich habe keine Ahnung, was der Typ für ein Problem hat. Ich habe nichts gemacht. Wer ist das? Das ist Tristan. Ich fange mal ganz von vorne an. Tristan. Vor ein paar Jahren war ich bei diesem nächtlichen Treffen in London. Ich dachte, es wäre vielleicht cool. Aber dann waren da nur ein Haufen verwöhnter Bonzenkinder. Ganz kurz, ich mache den GameStop nochmal lauter, damit ihr ein bisschen mehr versteht. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr was hören könnt. Und er hat gegen dich verloren. Ja, schon, aber nur ein einziges Rennen. Ja, so im Game-Bereich ist okay. Dauernd, ohne uns deswegen so aufzuführen. Warum waren die noch nie bei Horizon? Wenn du mich fragst, ist Horizon ohne die Typen besser dran. Nun gut, Jay. Mal sehen, ob sie fahren können. Kurve voraus! Bin auf seinen Wendekreis gespannt. Ich mach's doch nochmal ein kleines Stückchen leiser, weil jetzt ist es zu laut. Es soll nicht bis Mitte-Gamer-Bereich gehen. Na, so reicht das. So ein bisschen gelb, aber nicht ganz gelb. Jeder von euch, der OBS bzw. Streamlabs OBS schon mal gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ich habe meine Stimme im roten Bereich, weil da ich übersteuere nicht, aber es ist auch nicht zu leise. Gelb wäre natürlich optimal und grün ist halt einfach ein bisschen zu leise. Grün nimmst du für Hintergrundmusik. Gelb ist jetzt das Spiel ist jetzt Anfang gelb und das ist so laut, dass ihr mich noch hören könnt. Normalerweise sollte ich mich vielleicht mal aufs Fahren konzentrieren. Auf jeden Fall, so finde ich den Sound schon etwas besser. Glaube ich, wenn er zu laut ist, ich kann ihn immer noch leise machen, dann in der nächsten Folge. Ah, war das nicht zu früh gedriftet? Ja, war es. Egal. Na, wo ist denn der andere? Oh, der ist gar nicht so weit. Gar nicht so weit weg. Okay. Dann geht es ja vorne noch um die Kurve. Abkürzen darf man nicht. Hier sind überall diese roten Rauchwölkchen, die ultra schlecht aussehen. Die Videos bei mir sehen sowieso in letzter Zeit ultra schlecht aus. Vor allen Dingen die von Forza. Es tut mir leid. Das Game ist grafisch so aufwendig, dass das nicht immer klappt. Aber du hast was drauf, sonst passt. Du brauchst nur einen echten Straßenwagen. Mein Vater bezahlt das. Ich baue einen krassen Hot Rod zusammen, wenn es sein muss. Nicht nötig. Komm zur Straßenszene, da finden wir was für dich.
Was ist mit dir, Tristan? HCN auf dem Kennzeichen, da steht Horizon. Also HCN steht für Horizon, denke ich. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Ich muss mich jetzt vor allen Dingen daran gewöhnen, Forza zu Forza zu sagen und Horizon zu Horizon Zero Dawn. Oh, wegen 11 Sekunden. Unfair. Aber alles gut. Noch bin ich guter Laune. Nicht genug. Tristan organisiert im Stadion einen weiteren Showdown. Yo, ich komm. Hinfahren. Wir machen. Und das ist schräg. Aber dein Gegner hat mich angerufen. Hat gesagt, er will mit dir reden. Deine Entscheidung. Für mich klingt's nach einer Falle. Hilf mir Charlie, um seine Forderung fürs Rennen zu besprechen. Ging Charlie in einem Schossel. Na, ich würde erstmal die Forderung besprechen. Charlie, ich wollte vor dem Rennen mal kurz plaudern. Nur du und ich. Ja, ich würde nämlich ganz gern wissen, was denn die Forderung sind. Man muss ja wissen, was darf ich im Rennen machen und was nicht. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich nicht mit Ultra-Super-Düsenantrieb fahren darf. Hier war mal ein Fußball in der Mitte, der ist auch wieder da. Der gibt 1000 Punkte, wenn ihr den einfach wegkickt. Hier vielleicht nicht so schnell fahren, da haut man sich gerne mal den Kopf rum, Mann. Da schwebt ein Baum in der Luft, super Design. Nein, alles gut. Das Spiel ist grafisch ultra aufwendig. Ich will mich darüber gar nicht beschweren. Okay, da gibt's eine Sache, über die ich reden wollte. Das ist sehr dunkel. Steig in deinen Wagen, ich erzähl's dir unterwegs. Der Wagen sah grad echt schlecht animiert aus. Worum geht's denn? Macht es dir echt nichts aus zu verlieren? Ja, toll finde ich nicht. Aber niemand gewinnt immer. Außer ich. Du verstehst nicht. Ich bin keiner von denen. Ich hatte nur ein Stipendium für Tristans Schule, aber wir haben uns gut verstanden. Deshalb haben sie mich aufgenommen. Eine Weile fand ich es ja ganz lustig, aber ich kann mich nicht mehr verstellen. Gehst du dann nicht? So einfach ist das nicht. Tristan war mein Kumpel, aber dann ist er wegen der Sache mit Jamin durchgetreten. Ich dachte, wenn ich ihn mit einem Sieg überrasche, mit deiner Hilfe vielleicht. Willst du, dass ich absichtlich verliere? Ja, nein, stimmt schon. Dumme Idee. Ja gut, nee, ich will jetzt auch nicht hier absichtlich verlieren. Ich habe jetzt über 70.000 Siege in Folge und noch nicht einmal wirklich verloren. Da bist du ja, fahr in die Linie. Lass niemals lockern, Charles. Ich will, das ist auch ein schöner Lambo. Aber der ist so kantig und eckig. Weißt du, oh mein Gott, ich habe nichts gesagt. Schaut euch die Lichter an. Was ist das? Ja, Tristan, ich weiß. Besiege Charles oder lass ihn gewinnen. Leute, es gibt keinen Chat. Aber wir können Charles nicht gewinnen lassen. Oder können wir? Also, worum ging's bei eurem Treffen? Charles möchte, dass ich ihn gewinnen lasse. Echt? Wow. Und machst du's? Weiß nicht. Eigentlich denke ich, in der Straßenszene hätte er mehr Spaß. Naja, ist mir egal. Er ist Rivale. Gegner ist Gegner. Und ich lass niemanden gewinnen. Entweder bist du gut genug, um zu gewinnen, oder mach halt was anderes. Ist auch im echten Leben so. Wenn, oder bei Kindern. Wenn man sein Kind immer gewinnen lässt. Nur mal theoretisch angenommen, ja? Dann hat es irgendwann einfach nicht mehr die Freude am Gewinnen. Dann ist das für das, was komplett normal ist. Und wenn es dann verliert, ist das der komplette Tod. Deswegen, liebe Eltern, spielt fair und besiegt euer Kind jedes Mal. Lasst es vielleicht einmal oder so gewinnen an einem Spieleabend oder so. Und sonst spielt so gut ihr könnt. Wenn ein Kind so häufig gewinnt, dann ja. Ihr wisst, was ich meine. Bildungsauftrag, check. Perfekt. Und vor allen Dingen haben wir gerade so einen guten Run. Ich musste bis jetzt noch nicht einmal schneiden, außer halt den Anfang kurz. Aber das seht ihr meistens nie bei euch. Fängt ja mal bei diesem K-Hey-Leute an. Davor ist ja auch noch was. Davor sag ich ja meistens noch was. Okay, es läuft jetzt. So, jetzt musst du was sagen, Kester. Let's go. Aber das schneide ich meistens weg. Das seht ihr dann gar nicht. Aber bis jetzt musste ich in der Folge, während der Folge, noch nicht schneiden. Und das finde ich sehr gut eigentlich.
Ich sollte vielleicht meine Spiel kommentieren, anstatt jetzt so off-topic zu reden. Weiß auch nicht. Aber beim Spiel gibt es nicht viel zu kommentieren. Ich fahre gerade ein Rennen in einer sehr wüstigen Situation. Genau beschreiben kann ich das nicht. Also das Wetter sieht aus, als wäre es so sandsturmmäßig. Aber keine Ahnung, es ist so düster, aber auch nicht. So, es sieht nach Regen aus, aber auch nicht. Ungefähr so wie bei uns so. Mit so Novemberwetter. Wobei im November soll es eigentlich schneien. Das sieht mehr so aus nach Herbstwetter. Du bist bestimmt angestrengt, Charlie. Ich gebe dir später ein paar Tipps. Ja, da habe ich ja wohl gewonnen. Na? Das finde ich ja schon mal sehr gut. Das sind die 3 Sterne. Yes! Okay. Wie hätte man 2 Sterne bekommen? Wahrscheinlich bei 2,10 oder 2,15 oder so. Weil ich fand schon, wir waren schon ganz gut. Hab versucht, die Anrufe von diesem Baby Tristan zu ignorieren. Aber er lässt nicht locker. Ja, kein Problem. Versucht, nicht zu beschimpfen. Okay, oh, hier gibt's noch einen Real Spin. Mal gucken, was wir bekommen, Leute. Wir hoffen natürlich alle auf Alge. Und 175.000 ist. Wie viel Geld habe ich denn? Ja, fast 7 Millionen. Ja, fast nichts. Mehr davon auf Lager. Egal. Er bringt einen neuen noch 8 Kilometer. Ich sehe aber, das kann man gut abkürzen. Deshalb mal gucken. Ja. Es sieht aber nach einem weiten Weg aus. Deswegen, Leute, gibt's für euch wieder hier einen saftigen Bubble-Übergang, wie auch immer das genau heißt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. Und... Ja gut, ich habe mir das anders vorgestellt im Kopf. Hätte ja auch sein können. Apropos, ich habe einen Scheunfund gefunden auf Cam. Und das war ein Ferrari 250 GTO. Wollte ich nur mal erwähnt haben, falls ihr euch wundert. Machen wir einfach direkt weiter. Erstmal die Maus aus dem Bild. Wieso? Vergesse ich das jedes Mal. Oder wir trinken erstmal einen Schluck Bäumigwasser. Superstar. Wieder ohne Jay? Schade. Er scheint ja so ein berühmter Horizon-Rennfahrer zu sein, dass er gar keine Zeit mehr hat, selbst Rennen zu fahren. Das hier ist doch ein großes Festival, Tristan. Da ist Platz für euch beide. Der hat ein tolles Auto. Sag das doch ihm. Sag ihm, ich nehme gern die Einladung zum UK-Festival entgegen, wenn er schon dabei ist. Ist ja nur 3 Jahre zu spät. Warte, er hat nie... Tristan, deine Problemchen langweilen mich. Ich will jetzt fahren. Oh, hallo. Und du bist? Das ist Antonia Ritter. Sie ist führende... Tut mir leid. War ein anständiges Rennen mit der Bone Fast Crew Superstar. Aber es endet hier. Ganz kurz, ich muss ganz kurz was machen. Denn mir fällt gerade was auf. Ich stelle gerade die Facecam ein bisschen besser ein. Also, okay. Wir brauchen Ton. Und dann geht's weiter. Jetzt ist Nacht, da war ein bisschen dunkler. Und jetzt auf dem Weg, bitte. Muss ich gewinnen? Oh, ja, ich sehe da oben rechts die Position. Ich habe ein klasse Auto. Was bist du denn? Ein Porsche. Einer von der sehr genauen Lenkart, so wie es aussieht. Aber schlittert wie keine Ahnung was. Okay, könnte knapp werden. Jo, wie war das Rennen? Sorry, dass ich nicht da war. Ich... Jay, hast du Tristan zu Horizon UK eingeladen? Was? Kein Plan. Hätte ich's tun sollen? Er ist doch erwachsen und kann das selber entscheiden, oder? Ja, aber ihr beide benehmt euch wie... Ja, wir reden später. Ja, bitte. Der Deutsche kann fahren. Ja, ja, okay. Bis dann. Ist das jetzt irgendwie ein bisschen hier, dass Deutsche nicht fahren können, oder was? Der hat gerade ernsthaft gesagt, oh, diese Deutsche kann fahren. Yo, du wirst von den Deutschen hier außerhalb deines Spiels gefahren.
Fahrerin und habe die Strecke genau untersucht. Es besteht kein Zweifel, dass ich hier siegen werde. Hey, bis 20 Meter hinter mir. Du kanntest die Strecke? Das ist nicht fair. Falsch. Ich habe im Rahmen meiner Rennvorbereitung alle möglichen Umsetzungen einer Rennstrecke im mexikanischen Straßennetz studiert. Ja? Ich lasse mir keine Gelegenheit entgehen. Muss mein Mikrofon ein Stück nach da schieben. Sonst, ist das irgendwie ein bisschen falsch positioniert. Sorry. Wollt B drücken. Gehen mich als bessere Fahrerin zu beweisen. Wow. Ich habe ewig die richtige Hupe gesucht. Ja, hupen kann ich auch gut. Perfekt, da vorne ist das Ziel. Ich sehe sie nicht hinter mir. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir gewinnen das Ganze, außer ich krieg's jetzt nicht hin, geradeaus zu fahren. Perfekto. Du hast mich geschlagen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich bin ein Profi. Mir, was du in den Kurven getan hast. Ich will alles wissen. Hey, Antonia. Du fährst am besten richtig. Mal die Straßenszene aus. Ich werde drüber nachdenken. Spezialhupen klingen gut. Ja. Sind zwar nur die 2 Sterne, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Finde ich jetzt zumindest. So. Hey, also ich habe Tristan geschrieben, aber die Nachricht klang irgendwie sarkastisch und... Wir haben erstmal einen Real Spin und wir bekommen... 40.000 Credits. Na ja, gut. Ist okay. Ist ganz okay. Kann ich mich nicht drüber beschweren? Kann ich mich aber auch nicht wirklich drüber freuen. Okay, ich hoffe, es ist jetzt endlich mal so gut. Ich sehe total rot im Gesicht aus. Ich sehe das. Ich kann es aber nicht beheben. Es tut mir leid. So, ist das jetzt besser? Ich hoffe, es ist besser. Ich bin so weit unten platziert, ich sehe es. So, und jetzt machen wir hier fertig endlich mal. Ja, da fahren wir volle Kanne geradeaus und springen. Was auch immer uns das genau bringt, wir springen! Hui! Ist eine neue Phoebe? Ja. Phoebe ist Personal Best, also die persönliche... Bestzeit. Genau. Wird häufig im Speedrunning benutzt. Ja, da kenne ich mich aus. Ich fahre zwar selber, ich spiele zwar selber keine Speedruns, aber ich kenne mich im Bereich Speedrunning aus. Ich bin immer wieder fasziniert, wie toll es doch ist, selber zu, so zuzugucken, wie jemand anderes speedrunnt und selber zu speedrunnen. Aber ich bin im Speedrun nicht wirklich gut. Ich habe Mario Odyssey in einer Stunde 32 durchgespielt. Also für heutige Verhältnisse sehr schlecht. Eine halbe Stunde zu langsam. Oder ein bisschen mehr als eine halbe Stunde zu langsam für einen Weltrekord. Und eine halbe Stunde ist beim Speedrunning viel. Auch heutzutage sind auch schon 5 Minuten beim Speedrunning viel. Das kommt halt immer drauf an, welches Spiel ihr spielt. Wenn ihr jetzt ein Spiel speedrunnt, was 10 Minuten zu spielen geht, und ihr habt einen Speedrun und der hat 5 Minuten Unterschied, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Alter, chill mal. Ich bin der beste Fahrer in ganz Es geht so über, gell? Mein T-Shirt hier in dieses schwarze Hintergrund, das sieht total witzig aus. Wollen wir dann? Das ist so ein schwarz, das ist hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das sind solche Rillen. Die kann man so nach oben drücken und dann fallen die auseinander. Und das ist ganz witzig. Okay. Wir siegen William. Mit einem, ich weiß nicht, wie diese Automarke heißt. Ich hab's vergessen. Hyundai? Nee, Hyundai ist was anderes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es gerade sehr schwer mit 10.000 verschiedenen Autos zu spielen. 8 Kilometer gibt das Ganze noch. Ich bin's. Hey. Okay. Irgendwie unser Navi unten ist langsamer als die Anzeige auf dem Screen. Und steht 8,4, oben steht 8. Komm. Ist schon speziell. Reicher Vater. No. Okay, komm. Rechts. Und dann nach links hier. Perfekto. Komm, du schaffst es. Yes. Okay, I did it.
Ich sitze hier so richtig eingequetscht, so da. Es tut mir leid. Ich kann das nicht ändern mit dem Controller. Ich kann mich ja nicht so hinsetzen. Beziehungsweise, ich stopp die ganze Zeit. Ich habe so viel Platz zwischen Tisch und Controller. Also ungefähr ein bisschen mehr als meine Brille. Also, ja, ist ein bisschen suboptimal, aber ist kein Problem. Noch nicht. Die Kurve ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Doch, ist sie? Nee, ist sie nicht. Man kann sie auch schnell nehmen. Okay, perfekt. Gut, dann geht's jetzt noch. Also in letzter Zeit habe ich, seitdem ich hier alles umgestellt habe, muss ich mich selber erstmal dran gewöhnen und selber erstmal noch umstellen. Ich muss ein bisschen gucken, wegen Mikrofon ist es zu weit weg vielleicht. Ich, der nicht richtig sitzt. Weil alles steht jetzt anders, habe ich euch ja erzählt. Und dementsprechend, ja. Mal gucken. Ich glaube, im Minecraft-Stream am Dienstag habe ich euch das erzählt. Genau. Deswegen kann es noch sein, dass auch in der nächsten Folge häufiger pausiert wird und ich noch kurz was einstelle. Das rauszuschneiden lohnt sich nicht, diese 2-3 Sekunden. Ja. Großartige Geschwindigkeit. Wieso? 260. Ist das schon so großartig? Ich weiß, im echten Straßenverkehr sind 260 Hammer viel. Aber in einem Racing-Game, was darauf angelehnt ist, dass das schnellste Auto irgendwie 510 fährt oder so, oder dass da zumindest der Guinness World Record drin ist, hab ein Video auf YouTube dazu gesehen, dann meine ich zu denken, dass 260 doch nicht so schnell ist. Aber, Leute, wie immer, Ansichtssache. Für einen Formel-1-Fahrer sind 260 vielleicht nicht so viel, wie für jemand, der höchstens auf der Straße oder auf der Autobahn höchstens mal 100 fährt. Weil bei Formel 1 fahren die doch, glaube ich, auch, oder halt einfach bei diesen Formula-Autos, Formula Drift oder so, fahren die ja alle extrem hohe Geschwindigkeiten. Dementsprechend kann ich mir... Oh. Ich habe gar nicht gedrückt. Wie ändere ich das hier? Ah, hier ändere ich das. Oh, ich bin mit dem Ding an den Tisch gekommen und der wurde dann gedrückt. Repräsentativ? Das ist nicht repräsentativ. Das darf nicht in meine Statistik. Deine Statistik ist jetzt ziemlich tot, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht, William. Vielleicht ein andermal? Ja, vielleicht ein andermal. Und die zwei Stellen. Wegen 5 Sekunden gab es jetzt nicht den dritten Stern. Yeah. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn das auf so Sekunden ankommt. Ja, also ein Rennen nach dem anderen, aber da ist noch eine von Tristans Freunden auf dem Festival. Sie sucht nach Kira. Kira Harrison? Du meinst unsere Kira? Das habe ich auch gesagt, aber nein, definitiv Kira. Kannst du die schlechten Neuigkeiten überbringen? Das Mädel war irgendwie krass. Hey, Star. You know what time it is. Wohin jetzt? Bei nächster Gelegenheit. Ja, Haley, ich bin... Aua. Gerade unterwegs zu meinem nächsten Rennen. Ja. Ich bin wieder unterwegs. Okay, wir sollten uns vielleicht mal darauf konzentrieren, anzukommen. Das ist ja schon direkt da vorne. Ich weiß nicht, warum unser Navi das uns nicht einfach querfeldbeet ein da lang fährt. Ich weiß nicht, woran das Problem ist. Das Rennen ist direkt vor uns und da steht noch 2,6 Kilometer. Ihr seht ja auf der Karte, dass das Rennen nicht mehr weit weg ist. Also dementsprechend, ja. Ja, einmal muss ich heute schneiden. Aber das ist okay. Wobei, ich nehme jetzt gleich noch die zweite Folge auf. Dementsprechend wahrscheinlich etwas mehr. Bumm, und da sind erst im 1 Kilometer auf einmal 400 Meter geworden. Matschig. So. Oh, vielleicht werden wir heute sogar fertig. Es sind nur noch 3 Rennen. Und wir können ja heute auch mal eine längere Folge machen. Ist nicht so schlimm. 40 Minuten. Gut, lässt sich drüber streiten. Aber
Hammer nochmal. Ich merke gerade, dass das Schwarz echt schwarz ist. Also sehr dunkel. Britannien alles am Laufen und Australien ist lang her. Das ist mir egal. Mal gucken, ich spiel nachher nochmal mit den Einstellungen rum. Hi, Tegan. Fahren wir ein Rennen? Ja, bitte. Hier geht's sicher nicht um Geselligkeit. Wow. Na gut, dann mal los. Nach dem Video kümmere ich mich ganz kurz darum, die Farben richtig einzustellen. Weil das ist echt schlimm. Ich sehe ziemlich gut aus von der Belichtung her. Nur mein T-Shirt und meine Mütze sind oder meine Kopfhörer sind einfach viel zu schwarz und das verschwindet im Bild. Ich kümmere mich nach der Folge drum. Also in der nächsten Folge ändert sich das dann wieder. Genau. Anna, ruf Jamin an. Rufe Jamin an. Okay, such nach Tegan Ashley. Sekunde. Tegan. Oh Mann. Sie hat versucht, Horizon Australia zu kaufen. Wie jetzt? Das ganze Ding? Ja, und ihre Mutter hat die nötige Kohle dafür. Aber Kira sagte hier, der Job des Festivalboss. Ja, okay, hätte man besser machen können. Hätte man vielleicht gewusst, dass es da rechts lang geht. Sei unverkäuflich. Und sie hat es nicht sonderlich gut aufgenommen. Sagen wir es so, ja. Das Ziel ist theoretisch direkt rechts neben uns, aber wir müssen noch so eine riesengroße Runde fahren. Boah, ist das fies. Das Ziel ist hier rechts. Da. Der Mazda gefällt mir, der fährt sich ganz gut. Sagt er und verlor die Pole Position. Nee, noch nicht. Noch bin ich da. Noch ist alles gut. Betonung? Noch. Wie oft würde ich jetzt eigentlich noch betonen? Noch betonen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde, der Wald sieht immer noch am schönsten aus. Von der gesamten Spielwelt gefällt mir der Wald am besten. Der sieht einfach perfekt. Oh, ach, come on. Der sieht einfach wirklich perfekt aus. Meine Meinung. Also ich finde, man hätte den Wald nicht besser machen können. Also klar, vielleicht noch ein, zwei Bäume richtig in den Boden platzieren. Aber sonst sieht der Wald echt schon wirklich, wirklich gut aus. Und vielleicht, dass man auch Bäume umfahren kann, die etwas dicker sind. Das stört mich nämlich sehr, wenn ich zum Beispiel, gerade wenn ich bei euch was schneide, dann fahre ich meistens quer übers Feld, dass ich so schnell wie möglich am anderen Zielort bin. Ja? Aber folgendes Problem. Wenn dann da so ein Baum ist und ich fahre dagegen, dann dauert das wieder ewig, bis ich zurückgespult habe oder bis ich einfach weitergefahren bin, weil ich keine Lust habe, diese Strecke nochmal zu fahren oder sonst irgendwas. Und das ist halt, ja. Das Spiel ist ja sowieso sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich schon feststellen durfte. Wir fahren jetzt mal so. Komm. Ich will mal wissen, wie sich das anfühlt, wie ein echter Autofahrer zu fahren. Ja. Das in VR, ich würde es fühlen. Oh, ja. Ich finde, die Sicht ist ein bisschen unangenehm. Also vielleicht auch für euch als Zuschauer ist die Sicht so... Ja, komm. Darf ich meine Sicht nicht ändern? Ja, ich spule noch ein Stück zurück, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich finde, die Sicht ist irgendwie unangenehm von innen, also aus First Person. Weil ich weiß auch nicht. Autofahren in Games tut man halt so. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Nein, nein, nein! Ich kann mich weder qualifizieren noch einkaufen. Was wollt ihr von mir? Ruhig, Tegan, alles okay? Vergiss Born Fast. Wenn du eine Weile für Horizon fahren willst, musst du deinen Kopf freikriegen. Alles ist gut. Als ob sie mich noch nehmen würden. Alle schauen auf mich herab, wegen der blöden Kohle meiner Familie. Spinnst du? Es wäre toll, dich dabei zu haben. In der Straßenszene interessiert niemand deine Mutter. 2 Sterne, ey. Und wegen einer Sekunde. Oder wegen fast 2 Sekunden. Mann, das nervt manchmal echt. Das ist diese richtig, richtig minimale Zeit. Naja. Du bist also der Superstar? Ja. Tristan hat recht.
viel beeindruckender als Jamin. Wir haben einen Real Spin, Leute. Mal gucken, ob wir was Gutes bekommen heute. Warum, irgendwas will ich noch. 25.000. Sehr gut. Das ist echt ganz nett, wenn man ihn erstmal kennt. Und du bist? Ich bin Katja, born fast und so. Ich bin falsch abgebogen. In 200 Metern rechts abbiegen. Jo, ich hab's gemerkt, gut. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich dann da bin. Au! So, dann sind wir jetzt schon beim vorletzten und zwar Katuya. Ich habe keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ich weiß es nicht. Mir ist aufgefallen, ich habe schon vor 10.000... Oh. Der wohl schnellsten Fahrer der Welt. Ich habe vor 10.000 Jahren mal gesagt, wir kaufen uns einen Bugatti. Katja und ich haben wir machen das in der nächsten Folge, wenn ich soweit bin, das Ganze aufzunehmen. Und wenn ich daran denke, ich habe nämlich dieses Spiel fast kaum Autos gekauft, kaum getuned, nichts. Die Absage war doch klar. Ich weiß aber nicht, warum. Jetzt sehen wir zumindest wirklich, das ist eigentlich der Hauptaspekt des Spiels, nur ich habe das bis jetzt nie gemacht. Ist mir gerade eingefallen. Jetzt fahren wir erstmal mit dem richtig coolen Lamborghini hier lang. Oder wir kaufen uns einen Lamborghini, ich weiß es nicht. Oder beides. Was denn? Mag jetzt niemand mehr das Motto? Ich mag dich, Katja. Also der Ferrari vor allem. Der Lamborghini geht echt ab und der hat ein sehr gutes Handling. Oh ja, den kaufe ich. Damit hat man ja gar keine Probleme mehr beim Fahren. Okay, perfekt. Was? Tristan ist ein Jay-Fan? Ernsthaft? Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass man überholt wird. Wobei, ich bin hier auch schon echt... Ja, gut. Ich bin gegen den Baum gefahren. Ich hätte es mir auch denken können. Ja, ist okay. Er schickte mir jedes Mal... Ja, ist gut jetzt. ...nach Brenn und PS beim Video. Warum wollte er überhaupt eine Einladung zu Horizon UK? Okay, wir haben's. Er gibt alles einen Sinn. Vergib Tristan, er kann nicht anders als reich zu sein. Aber genug der Therapie. Das bleibt unter uns, Superstar. Wieso werde ich eigentlich immer Superstar genannt? Ich komme mir da viel zu nobel vor, das ist schlimm. Oh, no. Bitte kein Baum, bitte kein Baum. Ein Baum, natürlich. Gerade der einzige, der da rumsteht. Die überholt mich. Bitte nicht. Komm schon. Da vorne ist jetzt. Nee, das ist nicht der Zieler. Doch, das ist der Ziel. So fühlt sich also Verlieren an. Gar nicht mal so schlecht. Ha, wie lustig. Sind wir beide die nächsten, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Ich nehme jetzt schon seit 43 Minuten auf. Na schön. Sollte ich vielleicht den Part beenden? Nein, ich würde das gern schon fertig machen. Und in der nächsten Folge würden wir dann diese Wrestling-Sachen machen und ein oder zwei Autos kaufen. Mal gucken. Nee, sind wir fertig? Leute, wir sind fertig. Ach, das finde ich, das trifft sich gut. Dann hören wir hier beim Wheelspin auf. Leute, wenn euch die heutige ultra lange Folge gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und ciao.